Die Fliesen fehlen, das neue Kleinmachnower Gemeindehaus soll zu Ostern bezogen werden. Die Arbeiten haben sich leicht verzögert, da die zunächst ausgesuchten Fliesen nicht mehr lieferbar waren. Noch fehlt auch die Möblierung des Raumes, in dem bis zu 400 Menschen Platz haben sollen. Fotos: Andreas Klar. Kleinmachnows Auferstehungskirche sucht Spender für einen Neubau. Es ist das letzte Weihnachten im Jägerstieg. Kleinmachnow, für die evangelische Auferstehungskirche Kleinmachnow, heißt es allmählich Abschied nehmen. Mit dem Weihnachtsfest stehen die letzten Festgottesdienste in den Kirchenräumen des Gemeindezentrums im Kleinmachnower Jägerstieg bevor. Ostern soll der Saal entwidmet und die neu gebaute Kirche im alten Dorf am Zillendorfer Damm 211 eingeweiht werden. Die ersten Stühle dafür stehen schon bereit, neben einer Vielzahl von Papphockern. Damit auch diese noch gegen bequeme Sitzmöbel getauscht werden können, werden Spender gesucht. Oft wurde der Wunsch an uns herangetragen, den neuen Kirchsaal konkret zu unterstützen, erklärt die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Cornelia Behm. Seit zwei Wochen können sich Kleinmachnower und Interessierte nun mit einer Stuhlspende zweckgebunden an der Finanzierung des neuen Gemeindezentrums beteiligen. Für ihre Aktion hatte sich die Kirche 200 Papphocker besorgt, die im Frühsommer beim Kirchentag in Berlin in den Messehallen als zusätzliche Sitzgelegenheiten benötigt worden waren. Diese sollen nun zunächst provisorisch im neuen Kirchsaal in Kleinmachnow aufgestellt und sukzessive durch echte Stühle ersetzt werden, erklärt Pfarrerin Elke Rosenthal, die Idee zu der Aktion hatte. 100 Euro kosten die angedachten Stühle. Um die 30 konnten schon gekauft werden. Anhand einer Grafik informiert die Kirche auf ihrer Webseite über den aktuellen Stand. Ostersonntag, wenn der neue Kirchsaal eingeweiht wird, dürfen die Kleinmachnower dann zum ersten Mal auf den neuen Stühlen Platz nehmen. Auf einen individuellen Sitz mit Namensgravur hat die Kirche aber bewusst verzichtet. Es soll eine Spende für die Gemeinschaft sein, erklärt Rosenthal. Was später mit den Papphockern passiert, sei noch offen. Zunächst werde die Kirche sie behalten. Denn neben den 200 Stühlen für den großen Saal werden weitere für die drei Nebenräume gebraucht, die durch Trennwände mit dem Saal verbunden sind und durch die sich der Raum beliebig erweitern lasse. Insgesamt bietet das neue Gemeindezentrum 400 Sitzplätze und damit deutlich mehr als der alte. Insbesondere die Raumnöte hatten die Kirche zu dem Neubau im alten Dorf veranlasst. Gerade Weihnachten gab es immer ein großes Gedränge, sagt Cornelia Behm. Für die Gottesdienste sei ein begrenztes Kontingent an Karten ausgegeben worden, das schnell vergriffen war. In Zukunft wird das etwas entspannter, glaubt Behm. Es sei zwar auch ein Abschied mit Wehmut, aber die Freude über das Neue überwiegt, erklärte sie. Der Kirchbau im alten Dorf steht kurz vor der Vollendung. Im Erdgesetzes-Gebhaus müssen noch einige Fliesen verlegt werden. Eine kleine Panne hatte den Bau um etwa vier Wochen verzögert, erzählt Behm. Die zunächst ausgesuchten Fliesen waren nicht mehr lieferbar.